Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem Unboxing-Video des Elgato Stream Decks. Hier ist total dunkel, gell? Dank euch habe ich das coole Teil überhaupt erst. Ihr habt dafür gespendet. Ich hab's dann gehabt. Und jetzt zeige ich euch das gute Stück mal. Moment. So, und da ist es auch schon. Ich habe es seit ungefähr einer Woche am Start. Ich habe es direkt gekauft, nachdem das Spendenziel erfüllt war. Aber hatte noch keine Zeit, es zu zeigen, weil ich ja Prüfung hatte und hin und her, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Was ist mit dem los? Hat Elgato einen eigenen Shop, wo man das irgendwie kaufen kann? Hängend? Ich brauche noch ein Messer. Wartet kurz. Gott, bin ich vorbereitet heute. Tada! Das geht ja ultra gut. What the fuck? Und damit sollen Kinder spielen. Alter, ist so gefährlich. Also, es ist unter anderem für den Mac. Kommst du raus, Elgato? Stream. Deck. Das hier versperrt mir noch den Weg. So, jetzt. Macht euch bereit für... Aha! Gott, ist das winzig! Quick Starting Guide. Brosche directement Stream Deck sur un port USB. Also mit USB verbinden. Die Stream Deck Geschichte downloaden. Die App starten. Das hier sind kleine Bildschirme, in die man einfach eigene Bilder integrieren kann. Okay, was drag and hold one key over another to create the folder. Ist jetzt auch egal. Es ist auf jeden Fall dabei, dieses Start Ding. Okay, wir holen es mal. Warte mal. Riecht ultra delicious. Pass auf, hier ist einmal eine Halterung, die zeige ich euch noch zuerst. Die hält Sachen. Es ist unglaublich, oder? Oh, wichtige Sicherheitshinweise, what the fuck? Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet. Ja, ist in Ordnung, gut, gut. Also, hier kann man das Teil reinstellen. Es hat hier hinten noch irgendwelche... Wow! Man kann das auf verschiedene Höhen einstellen. Dafür sind die kleinen Ruder und die großen eben und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier noch zum Glück das Stream Deck. Ich sag mal so, es hat Füßchen. Man kann das hinstellen und drücken. Das Teil sieht echt ultra gut verarbeitet aus. Und ist auch... Ist es aus Metall? Nee, oder? Das ist Plastik. Es fühlt sich sau schwer an. Vielleicht ist die Platte, ich glaube, die Platte ist aus Metall. Hier kommt hochwertiges Kabelkomprimierungswerkzeug zum Einsatz. Das Kabel ist mega lang, du, ne? Boah. Ja, die Länge ist völlig in Ordnung. Um jetzt nicht sarkastisch zu klingen oder so. Ja. Und jetzt machst du das so nahe. Guck. Und schon kannst du im Stream, ich würde das glaube ich nicht auf dieser Höhe schalten, sondern aber eher, ich glaube auf der Höhe, das ist für meine Fettfinger besser, vor allem auch von meinem Druckgrad her. Ich glaube, ich drücke recht fest und so steht es einfach stabil da. Den Anschluss und die Funktionsweise des Geräts werde ich in einem anderen Video bringen, denn die Kamera ist fast leer und will aufgeladen werden. Dazu nehme ich aber schon mal vorweg, dass ich mir ein Verlängerungskabel geholt habe, damit mein Setup, so wie es ist, eben optimal unterstützt wird. Ich will das Teil an meiner linken Hand haben, also neben der Tastatur und nicht an der Maushand, damit ich da gemütlich drauf rumdrücken kann und die Maus trotzdem noch im Griff habe. Und da wir es ja gerade vom Streaming haben, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Seid dabei, ihr Bangert. Ja, soweit zum Unboxing. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah, ich hab Taschenmesser, guck mal. Mit Schraubendreher. And these are my sunglasses. Shit, das Video ist viel zu kurz. Oh mein Gott, das ist viel zu kurz für Damonet. Dann einfach noch ein paar kleine Infos am Rande. Den Merch-Shop bestücke ich immer weiter mit neuen Designs, also mit den Designs von The Face. Ich werde mir selbst demnächst einiges dort bestellen, um eben auch ein bisschen Werbung dafür machen zu können, also auf Twitter, Instagram und YouTube und so weiter. Facebook nicht vergessen. Ich werde wohl bald, und jetzt erschreckt nicht, einen neuen Computer brauchen. Der alte ist jetzt wirklich, er macht langsam die Grätsche. Viele Sachen gehen nicht mehr, er ist ultra langsam und hin und her. Ich werde ihn auf jeden Fall hier behalten und auch dann neu aufsetzen. Aber diverse Programme und Abläufe und eben auch einfach Anforderungen kann er nicht mehr bewältigen oder nur noch ganz langsam und das kostet mich zu viel Zeit. Die ganze YouTube- und Stream-Geschichte erweitert oder verbessert sich ja zusehends und ich muss gucken, dass ich da mehr Zeit einsparen kann. Und wenn ich dann ewig am Rumrendern bin, weil mein Prozessor so uralt ist oder im Stream das Spiel anfängt zu laggen, so wie es bei GTA Online oder auch bei diesem Battlegrounds der Fall ist, dann zieht es natürlich extrem den Spaß aus der ganzen Chose heraus und den brauche ich auf jeden Fall dabei, um das vernünftig machen zu können. Gedanken wie, oh nein, er bringt keine Videos, müsst ihr euch nicht machen, der PC macht das ja hier alles noch. Also es geht zwar noch, es ist nur wirklich schwerfällig und zieht deutlich mehr Kraft aus mir heraus als früher, gerade weil er eben so gurkig unterwegs ist und dann will man irgendwas schnell machen und dann geht es nicht. Alleine dieser Schneidevorgang hier ist so verschissen cancerous, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe ja sehr, sehr viele Schnitte in den Videos, also manchmal bis zu, also Minimum 200, 300 Schnitte, eher mehr. Es ist halt die ganze Zeit ta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 t
Videodateien noch. Da dauert es einfach ewig, bis es das abspielt. Mit ewig meine ich ein paar Sekunden, aber das ist scheiße, wenn du 1000 Schritte setzen musst in einem Video. Ich weiß, dass da einige von euch schon in den Startlöchern stehen und mir gerne die besten Specs und hin und her geben wollen. Ich werde diesbezüglich nochmal ein eigenes, richtiges Video machen, wo es eben genau um diesen Umstieg geht und dann die Bitte an dieses Video anhängen, dass ihr mir, wenn ihr möchtet und die Zeit dafür habt, Konfigurationen zusammenstellen könnt, in welchen Preissegmenten sich das befinden soll, was da drin sein muss, was ich zwingend brauche, was so meine Vorstellungen sind und hin und her. Und ja, dann könnt ihr versuchen, da das Beste draus zu machen. Da bin ich natürlich wie immer sehr gespannt, wie ihr das angeht. Ich überlege auch noch, ob ich dann für diesen PC einen Spendenstream machen soll, also einfach um einen Teil über Spenden einzunehmen oder ob ich einfach den Gesamtpreis dann da reinschreiben soll und gucken soll, wie voll es halt wird bis Tag X oder wie auch immer. Ich schrecke so ein bisschen vor dieser großen Summe zurück, weil ich kann es ja jetzt schon sagen, ich habe so mit 2000 Euro im Kopf gespielt. Ich dachte mir so, könnte man es ausgeben. Und ich schrecke natürlich so ein bisschen davor zurück, einfach in das Donation Goal einzutragen. 2000 Euro neuer PC. Ich weiß, dass das für viele von euch kein Problem ist oder kein Problem darstellt, wenn es da einfach drin steht. Ihr wisst ja, dass man gar nicht spenden muss. Das ist ja einfach nur auf Goodwill, wer möchte, der kann und so weiter. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, denen sowas negativ aufstößt. Nicht jetzt in unserer Community, aber einfach ein neuer Zuschauer, der dazukommt. Ich weiß nicht, was er dann von mir denkt, wenn ich da einfach so ein Spendenziel drin schon habe. Jetzt 2000 Euro neuer Computer, tralala. Über diese letzte Sache werde ich mir natürlich nochmal Gedanken machen und sie dann wahrscheinlich auch nochmals erfragen, und zwar in diesem PC-Video an sich, wo ich euch eben die Specs oder diverse Eckdaten vorgebe, was ich gerne hätte, und da frage ich am Schluss einfach nochmal in die gesamte Truppe hinein, weil das am Ende hier hören wahrscheinlich gar nicht so extrem viele, wie das so aussieht mit Spendenziel, ob ihr das cool fändet oder ob ihr sagt, hey, macht das nicht oder nicht die ganze Zeit oder wechsel manchmal. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell wieder für heute Abend zum Beispiel, heute ist zwar Dienstag, wo ich das aufnehme, aber es kommt wahrscheinlich heute nicht. Heute kommt der Doomguy, ja. Da steht jetzt zum Beispiel wieder ein Case-Opening-Spendenziel drin, für ein Live-Case-Opening. Und wenn ich das Teil blockiere mit so einer fetten Spendengeschichte, dann, ja, gut, ich könnte natürlich wechseln und die Geldstände einfach aufschreiben, klar. Naja, das klären wir dann in dem anderen Video. Ich denke, jetzt passt es so von der Zeit her. Ich weiß, ihr wollt täglich die volle Packung Dummbabbel haben. Und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, nicht wahr? Zumal ihr mir in der Vergangenheit schon oft geschrieben habt, dass ihr das gerne habt, wenn ich so ein bisschen näher komme ans Mikrofon, mit euch talke. Jetzt nicht zwingend mit Gameplay, sondern einfach so, ja, ein kleines Gespräch, ein zeitversetztes Gespräch, weil ihr erst zeitversetzt antworten könnt. Aber es ist ja trotzdem, ja, es ist ein Delay-Gespräch. Und ja, da meintet ihr, dass es euch auch ganz gut gefällt, wenn ich so ein bisschen ernster werde. Nicht immer nur hier von fliegenden Besen spreche, sondern auch einfach mal von was Realistischem spreche, wie eben von einem 30.000 Euro PC. Und das hier ist doch der perfekte Moment für einen kleinen Aktivitätstest. Also jeder, der noch da ist, einfach mal kurz die Hand heben oder Raute bzw. Hashtag Hand heben in die Kommentare. Und da weiß ich, wer so cool ist und noch bis zum Ende schaut.